Hallo und herzlich willkommen zum Video Erstellung von Klassen und Objekten. Die Aufgabe lautet folgendermaßen: Eine Musikschule verleiht an ihre Schüler 3 Gitarren und benötigt in Java hierfür eine Verwaltung. Hier sieht man also diese 3 Gitarren, welche Modelle das sind, welcher Saitentyp, Anzahl der Saiten und die Farbe. Und die Aufgabe ist nun, hierzu ein Hauptprogramm zu erstellen in NetBeans und dann die entsprechenden Klassen und Objekte zu erzeugen. Wir starten also folgendermaßen. Wir gehen hier auf File, New Project. Alternativ kann man auch hier drauf klicken, um ein neues Projekt zu erzeugen. Wir benötigen eine Java-Anwendung, also Java Application. Klicken auf Next. Hier können wir den Projektnamen vergeben. Und hier unten muss die Hauptklasse gesetzt sein, um halt eine Java-Hauptklasse zu erzeugen. Das wird quasi unser Hauptprogramm. Ich klicke auf Finish. So, das kann ich hier ein bisschen kleiner machen. Um nun unterschiedliche Gitarren anzulegen, muss zunächst eine Klasse mit dem Namen Gitarre angelegt werden. Hierzu geht man auf Gitarrenverwaltung, hier auf das Package, klickt die rechte Maustaste an, geht auf New und wählt hier Java Class aus. Und die Klasse kann man nun zum Beispiel Gitarre nennen und klickt auf Finish. Nun haben wir die Klasse erschaffen und die Klasse ist wie so ein Bauplan, nachdem diese Gitarren als Objekte erstellt werden können. Und wir benötigen unterschiedliche Attribute, wenn wir Modell und Seitentyp. Den Cursor setzen wir hier unter Public Class Gitarre. Mach so ein bisschen Platz. Und nun müssen die Attribute-Eigenschaften erstellt werden. Die für die Modellbezeichnung hier legen wir eine Variable, den Namen String an. Semikolon, dann eine weitere String-Variable mit dem Namen Seite, eine Integer-Variable für die Anzahl der Seiten, Anzahl nenne ich das mal, und eine String-Variable für die Farbe. Und auch das Semikolon nicht vergessen. Als nächstes benötigen wir einen Konstruktor. Und also ein Konstruktor ist eine Methode, die immer dann aufgerufen wird, wenn wir von der Klasse Gitarre ein Objekt erzeugen wollen. Hier haben wir 3 Objekte. Und in dem erzeugten realen Objekt können dann Daten zu einer bestimmten Gitarre gespeichert werden. Hierfür setzt man den Cursor unter diese Variablendeklaration, drückt die rechte Maustaste und wählt dann Insert Code aus. Und hier erscheint auch schon so ein Kontextmenü mit dem Eintrag Konstruktor. Da klickt man drauf. Als erstes erzeugen wir einen sogenannten leeren Konstruktor, wo die Attribute nicht angewählt sind. Hier drunter wählen wir nochmal den Eintrag Insert Code auf, gehen wieder auf Konstruktor. Jetzt erstellen wir einen Konstruktor, in dem alle Attribute ausgewählt sind. Jetzt können wir uns die Konstruktoren mal hier anschauen. Hier ist der leere Konstruktor. Hier ist der gefüllte Konstruktor. Und da nach dem Prinzip der Kapselung nicht direkt auf die Attribute einer Klasse zugegriffen werden soll, muss man nun für jedes Attribut eine Get- und Set-Methode zur Verfügung stellen. Und mit Hilfe dieser Methoden können die Inhalte der Attribute abgerufen und verändert werden. Hierzu bewegen wir den Cursor in den freien Bereich, drücken die rechte Maustaste, wählen wieder Insert Code aus und
Hier kann man die Getter auswählen, hier die Setter. Oder man wählt gleich beides gleichzeitig aus und klickt auf Getter und Setter. Hier müssen alle Attribute ausgewählt werden. Dann klicken wir auf Generate. Und die Getter und Setter sind erstellt. Die Getter und Setter bzw. die Get- und die Set-Methoden sind dafür da, dass wir Attribute, Modell, Seitentyp, Anzahl Seiten und Farbe mit Werten füllen können. Dafür brauchen wir die Set-Methode. Und die Get-Methode benötigen wir, um die Werte aus Attributen eines Objekts wieder auszulesen, um diese Werte, wie hier in der Aufgabenstellung verlangt, in der Konsole auszugeben. Nun können wir damit beginnen, die Objekte zu erstellen. Hierzu wechseln wir von der Klasse wieder in das Hauptprogramm, setzen den Cursor in diesem Bereich. Die grauen Zeilen können wir löschen. Ich schaffe hier so ein bisschen Platz. Immer darauf achten, dass die beiden geschweiften Klammern unter dem Programmcode bleiben. Und als erstes muss für das Objekt eine Variable deklariert werden vom Datentyp Gitarre. Denn die Gitarre ist unsere eben erstellte Klasse. Sieht dann so aus. Gitarre geht 1 von der Gitarre 1, Semikolon, geht 1 gleich. New Gitarre. Damit haben wir das Objekt erstellt. Jetzt wollen wir dem Objekt der Gitarre 1 noch die Attribute zuordnen. Und hierfür müssen wir die Methode Set aufrufen. Geht 1, Punkt, Set. Und hier bringt NetBeans schon Vorschläge für die Set-Methode. Wir können, um die Reihenfolge beizubehalten, hier mit der Set-Methode für die Modellbezeichnung starten. Ich mache also einen Doppelklick. Und um die Modellbezeichnung EPL 20X einzutragen, müssen Anführungsstriche gesetzt werden, da es sich um eine String-Datei handelt. Und nun kann ich die Bezeichnung hier eintragen und genauso kann vorgegangen werden, um Seitentyp, Anzahl Seiten und Farbe zu erstellen bzw. den Attributen Werte zuzuweisen. Bei der Anzahl braucht man keine Anführungsstriche, weil das Attribut als Integer deklariert worden ist. Und hier können wir dann halt die 6 eintragen, die Anzahl der Seiten. Auf die gleiche Art und Weise können nun die weiteren Objekte, Gitarre 2 und Gitarre 3, erstellt werden. Und dabei werden auch wieder den Attributen Werte zugewiesen. Als nächstes steht nun an, die Objekte in der Konsole in dieser Form auszugeben. Wir können als erstes mit dem System-Out-Befehl die Überschrift erstellen. Die Anführungsstriche nicht vergessen. Und nun soll die Modellbezeichnung ausgegeben werden. Dies ist der erste Eintrag in der Zeile Gitarre 1 Doppelpunkt. Um nun die Modellbezeichnung hinten anzufügen, muss hier ein Plus stehen. Damit kann man Teile des Textes aneinander ketten. Und wir setzen die Get-Methode ein, um von der Gitarre 1 die Modellbezeichnung abzurufen und hier auszugeben.
Nun soll hier ein Komma erscheinen. Anführungsstriche, Komma und ein Leerzeichen. Also hier ist noch ein Leerzeichen. Dann soll der Seitentyp ausgegeben werden. Also wird hier hinter ein Pluszeichen die zweite Get-Methode eingesetzt. So, jetzt haben wir den Seitentyp. Dahinter muss wieder ein Komma mit einem Leerzeichen eingefügt werden. Komma und Leerzeichen. Das ist dieses hier. Jetzt soll die Anzahl der Seiten ausgegeben werden und dahinter soll noch das Wort Seiten stehen. Also kommt die dritte Get-Methode. Moment, nicht Seite, sondern Anzahl. Und hinter der Zahl soll noch Seiten stehen, also Plus, Anführungsstrich oben, ein Leerzeichen und Seiten. Dahinter kommt nun die vierte und letzte Get-Methode, um die Farbe abzurufen und auszugeben. Damit wird die erste Zeile ausgegeben und das gleiche kann man nun für die Gitarre 2 und Gitarre 3 programmieren. Die System-Out-Befehle zur Ausgabe der Daten in der Konsole sind erstellt und nun können wir die Ausgabe testen. Hierzu bewege ich den Mauszeiger auf unser Hauptprogramm, die Gitarrenverwaltung, drücke die rechte Maustaste und starte das Programm mit Runfile. Und die Ausgabe hat funktioniert. Allerdings sieht man hier, dass ein Komma und ein Leerzeichen fehlt, so wie es hier eigentlich verlangt ist. Und das kann man dadurch herstellen, indem man einfach hier hinter ein Komma und ein Leerzeichen einfügt. In den anderen Zeilen mache ich das Gleiche. Jetzt starte ich nochmal das Programm und es hat funktioniert. Ich hoffe, das war nachvollziehbar und ich wünsche nun viel Spaß beim selber ausprobieren.